Eigentlich ist der Starix mittlerweile Ansager. Das hier blockt wieder kurz. So, da sehen Sie die Granaten. Jetzt müsste eigentlich die Entscheidung kommen, lang vielleicht einzunehmen. Alter, Tess gibt, glaube ich, mit hoch einfach mal Headshot durchs Tor. Das sieht nach einem B-Split. Nee, Big Contact. Ah, guckt euch das an, SC. Sehr mittellastig. Lassen kurz komplett offen. Krasse Entscheidung jetzt. Da kommt ein T durchgeflogen. Sehr schön. Schön gesprungen, aber nicht mit Pascha, der schon zwei zieht. Test direkt zur Stelle. Ui, das war nicht klug von Kuben. Aber Neo auch ein Dave. Sehr schön, macht direkt den Track an der Tor. Und nur noch Edward mit 7 HP. Na, Eon, er ist futsch. Und Lord auch schon von hinten. Edward hat da keinen Fokus drauf. Erwischt ihn jetzt auch mit einer Granate in der Hand. Keine Chance für Edward. 6:1 die Führung für ESC. Aber noch bei Neo. Mal sehen, ob er die abgibt an Pascha. Sieht nicht so aus. Aber interessant, dass man eben Doppel-AWP hatte. B-Spawn bei Navi. Edward AFK. So, wieder Lag und oh, wieder hat man Katastrophenkontrolle. So, und lang nach Edward. Im Kampf gegen Pascha, keine Chance, keine Waffe verloren. 7-1. So, jetzt vielleicht der Umbruch bei, bei Navi. Sie hat keinen Grund, irgendwas umzustellen. Mitte wieder sau aggressiv von Pascha. Diesmal kommt aber keiner runter. Neo lenkt da gut ab. Stegsen ist jetzt durch. Pascha kann das auf jeden Fall ansagen. Sie kommen noch zur Headshot-Rampe. Schade, wenn Navi da einfach mal durchgegangen wäre. Das ist ziemlich krass gewesen. Da hätten sie keine Chance mehr gehabt. So, Lotte müsste eigentlich das Duell gewinnen gegen Senja, aber Senja kommt gar nicht lang verzögert. So, und jetzt Headshot-Rampe. Neo. Oh, keine Headshot-Rampe so richtig. Beide links, das ist gefährlich. So, wenn sie jetzt abgeflecht werden. Oh, da wird durchgeduckt. Nein! Boah, super schlecht jetzt von ESC. So, da kommt die Fläche, die flachen. Aber Pascha kommt schon von hinten. ESC jetzt komplett auf dem Spot. Noch kein einziger gefallen. Boah, der wurde noch nicht kurz gedeckt. Jetzt müsste noch eine Flash kommen. Boah, was für Shots von Kuben. Aber nur noch Lord. Und da ist die Runde für Navi. Zweite Runde overall. 7-2. Dennoch die Führung für ESC. Die hohe Führung, muss man ja sagen. Der hat sich bestraft, dass man den CTs so viel Raum gegeben hat, wobei, also ich glaube, das hat dann auch damit zu tun gehabt, dass Pascha schon sehr früh von hinten kommt. Da haben sie sich dann lang weggezogen, wollten kein Risiko eingehen. Schade, dass Pascha da nur einen macht, den zweiten hätte er eigentlich fast bekommen. Da kann man ihm da keinen Vorwurf machen. Oh, sehr schön gepusht. Auch sehr interessant, da kommen die HEs und dann zieht man erst rum. Und das alles relativ zeitnah. Ja, weil wenn die HEs fliegen, der T sich vielleicht irgendwie zurückzieht, dann zieht der CD rum, dann hat er den leichten Frag. Also, das ist schon alles sehr durchdacht, sehr einstudiert auch. Gefällt mir, was ESC heute hier präsentiert. Na, Navi hat ja im ersten Spiel gegen Virtus Pro auch nicht wirklich Probleme. Demzufolge gehe ich mal davon aus, dass wir Navi gegen ESC nochmal im Finale sehen. Was da im Best of 3 gespielt wird.
Neo hat er sogar nochmal mitgeholfen von Headshot-Rampe. Tja, aber da kämpft er halt auch allein, Senja nicht zur Stelle, um hier irgendwie einen Refact setzen zu können. Machen den Raum auch komplett eng. Schöne Reaktion von Lord. Er kann es halt auch immer noch in 1-6-8-2. Krass, dass das Navi hier gerade so untergeht, hätte ich nie im Leben gedacht. Ja, Glock Eco. Ja, also was man hier noch nicht probiert hat, ist was in der Mitte. Ah, ne, jetzt gehen sie in der Eco raus. Kann natürlich auch sein, dass sie gucken, wie sie stehen, aber ich sehe es ja nicht so dumm. Und spielt jetzt hier irgendwas, irgendein Special in der Mitte oder so, in der Anti-Eco. Also, was sagt, was spielt man jetzt? B-Split natürlich, kleiner Fake wäre mal gut. Man hat ja noch keinen einzigen Fake ausgepackt. Also sehr, sehr, sehr seltsames T-Spiel von Navi, von den Ukrainern. Aber wieder nur der Standardaufbau. Und wieder gibt man ESC super viel Kontrolle. Kuben gewinnt auch das Duell direkt gegen Senna, der da wirklich sehr komisch stand. Ich glaube, er wollte sich zurückziehen oder so. Aber einfach super unnötig. Verstehe echt nicht, warum Navi nicht mal mehr über Cutters aufbaut. Kurz sprengt, einfach sowas mal aufziehen. Da guckt, wo Neo ist, schon T-Base. Kein Navi-Spieler zielt nach hinten. Weil die Runde ist noch relativ offen. Steg ist wieder offen wie die Grenze in Europa, aber Navi geht nicht durch. Jetzt den Go. Und lang müssen noch einen Ticken warten. So, Edward Starix räumen lang auf. Jetzt fällt auch A. Sehr gute Go dann am Ende doch nochmal von ESC. Aber Neo. Boah. Ah, nee, E tut auch nochmal weh. So, Neo leider allein. Neo die One, aber es reicht nicht. Dritte Runde für Navi. Das war mal ein guter Go dann. Am A. Auch lang wichtig, dass da die Frags fallen. Aber Navi echt immer wieder derselbe Aufbau. Da ist wirklich null Varianz drin. Jetzt rechnet. Also das sieht schon sehr nach. Navi rechnet schon hier mit einem mittellastigeren Go, als blocken sie wieder kurz. Lassen lang auf. Senja räumt diesmal kurz auf, macht seinen Fehler von der vorherigen Runde ein bisschen wett. Auch wenn sie natürlich gewonnen hatten. Müssen jetzt nochmal die Bombe holen. So, ein A ist komplett offen. Die Runde kann ESC eigentlich schon wieder abschreiben. Aber hier brauchen sie hier keinen Vorwurf machen. Das war ein bisschen unglücklich auch an Kurz. Und da kommen die T's nicht weg. Sehr schön. Schöne Exit-Tracks von ESC. Super gemacht. Haben danach zwei Waffen geholt können. Und da schaut euch einfach nur mal die Deaths an. 11, 12. Also fast jede Runde gestorben. 13 Runden gespielt.
Da ist nicht viel Geld vorhanden bei Navi und da ist jede Waffe wichtig, die man hier aus dem Spiel nimmt. Jede Waffe muss nachgekauft werden. Sollte nämlich zum Beispiel die AC jetzt die Runde gewinnen, kann es gut und gern sein, dass Navi sich wieder nur legen kann, nicht alle equipped sind und sowas. Ach, schade. Lot wollte was lang riskieren. Aber ich kann mir. Aber ne, es sieht nicht aus, dass sie mit dem B-Split gerechnet haben. Standen doch sehr auf A. Jetzt werden wir die Shots verteilen. Jetzt gibt Navi auch ein bisschen mehr Gas am Steg. Auf kurz. Schade. Ja, da hat Neo keine Chance. Zwei Seiten. So, jetzt ist wieder ESC quasi im Zugzwang. Kommt er jetzt mit den Ghosts nicht mehr so richtig klar? Drecksbrowser, ey, sterben. So, Lollipops ist, glaube ich, auch fertig runtergeladen. Also könnten wir gerne noch mal ein paar Movie-Links posten. Auf Readmo einnehmen, mit, also Download-Links mit MP4-Format. Aber das Plugin im XSplit, das Video-Playlist-Plugin ist irgendwie Rotz. Es kann ganz wenig abspielen und teilweise dann ohne Sound. Also buggt ein bisschen rum, ist ein bisschen seltsam. So, aber zurück zum Spiel. ESC pusht wieder Katas. Also das Spielchen haben wir schon oft gesehen. Makloff diesmal mit First. In der Mitte. Oh Lord, ekelhafte Posi gleich unten. Die pusten sich dann nochmal auf die Kiste lang. Also nehmen das sehr langsam ein. Da wird es noch nicht zum Duell kommen. So, aber wieder ESC-Kontrolle. So, Lord ist da komplett auf sich allein gestellt. So, jetzt ist die einzige Chance, dass sie dort nicht Bang und Kuben ablenkt. Kuben müsste das jetzt so spielen, als ob A innerhalb gedeckt wird. Jetzt ist Lords Pose bekannt. Einen kann er machen. Den zweiten. Da kriegt er gleich von oben Besuch. Jetzt. Ah, macht die nicht. Neo derweil Mitte erfolgreich mit Tess. Oh, der Retake wird schwer. Aber machbar, wobei beide kein Kit haben, also sie müssen relativ zügig dort durch. Die T's noch irgendwie erwischen, wenn sie noch keinen guten Post haben, aber jetzt, spätestens jetzt ist schon eigentlich fast verloren. Bombe liegt zu lang. Selbst wenn Senna jetzt gestorben wäre, wäre es ist es fast egal, ja, es ist total egal. Tess hat keine Chance mehr und Navi mit dem 9 zu, mit dem 6 zu 9. Doch nochmal einigermaßen gut Runden geholt von Navi, dafür, dass es hier irgendwie 7-1 oder so stand. Könnte vielleicht nochmal spannend werden. Auch wenn ich das T-Spiel wirklich irgendwie seltsam fand von Navi, muss ich sagen. Immer nur Standard, Senya Focatta ist der Rest Mitte oben. Aber gut. Hat für 6 Runden gereicht. Also von der EC haben wir ja vorhin diese Faculty-Taktik gesehen. Die sie jetzt natürlich nicht nochmal spielen. So, Edward macht das, was er schon mal gemacht hat. Also ist er schon mal Mitte hoch und hat dann Ace in der Pistol gemacht. Die Pistol dürfte ESC bekannt sein. Edward, der Pistol Master, nimmt einen mit. Er hat zu offensiv gefightet, aber Zeus hat er auch keinerlei Support noch. Ich glaube, da ist er davon ausgegangen. Und dann habe ich versucht, auch die Distanz der USPs zu nutzen.
Schöner Shot von Maklov. Den zweiten kriegt er nicht. Oh, hat noch einigermaßen AP. Neo nur noch mit 4. Beide CTs ohne Kit. Oh, Starix, wenn er jetzt gutes Timing hat. Oh, Neo hat sich gerade umgedreht. Oh nein, er hat es noch gehört. Oh! Ich glaube, da wurde gerade kommuniziert. Und Pascha stand da irgendwie komisch. So, aber Kuben Mitte raus. Starix Mitte oben. Und Kuben hört Starix. Aber Kuben hört auch Maklov. Der da anscheinend weiß, dass er dort ist. Und jetzt ist es auf einmal nur noch Neo mit 4 HP. Der muss auf Frag gehen. Aber der Maklov einfach super smart. Wartet auf sein Mate. Weiß genau, Neo muss da irgendwie auf Frag. Das hat er keine Chance. Wissen wahrscheinlich auch, dass er irgendwie low sein muss. Somit ist es die Pistol für Navi 7 zu 9. Und die haben jetzt gute Chancen, sich hier nochmal ranzukämpfen. Oh, ESC legt sich. Haben da aber sehr lange für gebraucht. Tess hat eine AK und wer noch? Pascha mit Galil. Lord Diegel. Kuben Diegel und Equipment. Also Stiko. So, dann nehmen sie Katas unten ein. Und Edward ist blind. Sehr schön, Edward aus dem Spiel genommen. Denn er kriegt die Hits. Und kurz zieht rum. Schöner Schuss von Tess. Die Runde sieht gut aus. Maklov nur mit USP-Eco. Maklov nimmt einen Hammer, gibt aber noch einen Headshot. Wichtig für Maklov, dass er dort noch einen mitnimmt. Lord rechnet mit B-Push und die Bombe ist auch bei Lord. Der jetzt easy drauf kann. Beide am A. Oh Mann. Die Runde scheint wirklich hier an ESC zu gehen. Wenn da jetzt kein grober Schnitzer mehr passiert. Tess geht nochmal defensiv, sehr wichtig. So, spielen sie jetzt safe. Aber Runde trotzdem noch nicht ganz entschieden. Lord hat auch leider nur Diegel. Oh man, jetzt nur noch Tess. Boah, super Verzöger reingekommen von Zeus. Ich glaube, hätte er echt gewartet, bis Starix angeschossen wird. Und damit er dann rausziehen kann. Sehr krass nochmal gerettet. So, da sieht man es aber. CTs müssen sich legen, haben viele Waffen verloren. Und ESC riskiert es nochmal. So, AWP ist jetzt auf jeden Fall bekannt. Ach, schade von Maklov. Hat auch schon die ersten Hits bekommen. Ach, guter Ace in die Mitte. Und jetzt gibt es mit der Flash. Ah, da zieht keiner rum. Aber die Mitte wird auch gut geblockt von Edward noch. Ja. Kuben läuft da in die Falle. Aber immer Neo mit dem Refake. Und da konnte der T gerade eben an die Waffe kommen. So, jetzt der Split. Fast noch möglich. Kurz muss halt eigentlich zuerst jetzt. Oh. Da hätten sie kurz, da hätten sie lang warten müssen, bis Kurz was macht. Damit Maklov einfach da keine Chance hat, irgendwie lange zu zielen oder ruhig zu zielen. Das war am Ende nicht gut. 9 zu 9 der Ausgleich. Jetzt geht's quasi wieder von vorne los.
Und ich sie muss das erste Mal sparen. Klar, diesmal hat man keine Bombe gelegt. Mauspack von Edward, glaube ich. Tja, dann ist es schon die Führung für Navi. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass sie das Spiel nochmal so gut sich zurückholen können. Was sehr interessant. Hätten sie Flash. Oh nein, Pascha war da. Musste eigentlich länger drin bleiben. Starish direkt schon Cutters eingenommen. Aber Mitte sind sie raus. Das hat man bei Navi wirklich gar nicht gesehen. Dass sie mal mit irgendwas versucht haben. Und sie sind jetzt auch schon vor B. Und Navi weiß das natürlich nicht. So, Load komplett drauf. Kuben muss da auch mit rechnen, dass dort einer T-Base ist. Deswegen schleicht er dort noch. So, spätestens jetzt, ja. Edward stirbt gegen Tess, der da in Mitte unten die ganze Zeit stand. Steps kürzlich umgedreht. GG Edward. Tja, A-Lang ist komplett frei. Wo können sie dann nur noch sein? Jetzt gibt Kuben auch Gas. Wollen sie es hier nochmal versuchen? Glaube ich fast nicht. Schade, Test zieht nicht ran. Ach, die HP-Zahlen 32, 18, 29. Boah. Boah, wie blind Markelov da war. 10 zu 10. Na, EC holt sich den Ausgleich zurück. Schon mit Aave. Oh, Edward ist sehr riskant und Neo mit oben Hit bekommen. Fußhit oder so von Markloff vielleicht. So, 1-1 Ausgleich. 1-1 Austausch. Derek sucht sich eine bessere Position, hat null Support. Und das hat man bei AC wirklich gesehen. Da war viel mehr Rotation drin im CT-Spiel. So, jetzt ist Derek tot und jetzt bin ich frei und da können sie direkt sparen. AC hat dann wenigstens nochmal lang zu zweit eingenommen oder es haben kurz irgendwie geblockt, sich Infos mehr geholt. Also, das war wirklich sehr, sehr, sehr variables Spiel. Immer Situations-, also haben immer auf Situationen reagiert. War nie nur der agierende Part, der reagierende Part, haben immer die Initiative ergriffen. Und das hat man gerade bei Navi nicht gesehen, nach dem 1-1-Austausch. Und wenn dann einfach die einzelnen Spieler auf den Spots dann nicht ausrasten und irgendwie eine gute Runde haben, dann sind die Runden eben verloren. Deswegen mal schauen, inwiefern sie auch Markelov jetzt vielleicht mal besser einsetzen. Pascha zielt. Markelov geht B auf First Track. Sehr schön. Ja, Markelov mal wieder gut in Szene gesetzt. Hat gut geklappt. Oh, schade, die Flash. Boah! Krasser Headshot nochmal von Markloff mit der Abel. Durch die Wand so leicht. Schade, die Häser ist gut.
habt ihr ihn gelevelt? Mit der HP-Wissen. Ah, zwei ist natürlich nicht so dumm und schreibt es direkt. Ja, 30 HP jetzt nicht so wenig Sinn. Oh, was gibt's da für ein Duell, bitte? Und tschüss. Oh, Starix wartet. Oh, das ist sehr gut gemacht eigentlich von Starix. Leider ist da keiner mehr. Oh Mann. Na komm, knife ihn. Schade. Oh, der hätte ihn. Ich glaube, er hat überlegt, aber Starix ist halt, ne? Super serious, glaube ich. Zu 2. Moment. Krass. 5 zu 2. 11, 11, oder? Gerade ein bisschen verwirrt. So, wieder das typische ESC-Spiel. Schnellsteg. Ja, dort wartet Markelov am. Am Markelov natürlich. Nee, doch nicht am Markelov. Eine Headshot-Rampe. Hat er da. Ah, doch, er hat geschossen eben. Sah nämlich sehr komisch aus. So, Pascha macht was recht lang. Edward hat Support. Und wieder ist mal B raus. Wieder geht's B durch. Mitte raus, sorry. Tja, also sehr, sehr. Viel zu statisch das Spiel von Navi. Ist man gar nicht so gewohnt von ihnen. Und das ja, es rächt sich halt einfach. Oder es, ne, es rächt sich nicht, es bestraft sie. Weil ESC natürlich auch immer irgendwie den Frag kriegt, also lang, dass er lang gestorben ist, B war nur alleine Mitte warfen. Also spielt ihr natürlich auch in die Karten. Und da haben wir jetzt auch komplett eingekesselt, also. Da können sie jetzt gut und gern nochmal ein, zwei Waffen verlieren. Ja. Sind sie jetzt nochmal rein oder nicht? Nee, schade. Also wieder die minimale Führung. 12 zu 11. Ente. Ach man. Schade, ich dachte, sie gehen rein. Sehr interessant, dass Navi ist direkt lang geschlichen ist. So, Duell Pascha gegen Markelov. Und Pascha gewinnt's. Und direktes Gas hinterher von Neo und seinen Konsorten. Neo und Konsorten. Oh, schöne Gegenfläche, wichtiger Fake von Kuben. Senja. Wenn er dort lange belebt, kann er die Runde noch drehen, aber so einfach super wichtig. Die Gegenfläche ist kam zu spät von von Navi. Und Zeus stirbt auch. ESC mit guten Schritten Richtung Finale. Ist mit kleinem Billig-Fake. Krass, der hat sogar Neo gemacht. Sah irgendwie nicht so aus. So, zack, muss man draußen. Test darf da ein bisschen noch naschen in der Mitte. Schade, doch nicht. Na, ja, einen hat er mal bekommen. 14 zu 11 für die Polen. Markelov wieder mit Arve. Jetzt will ich echt mal sehen, dass Navi irgendwas Variables spielt, irgendwas Offensives. So, die spielen nochmal den Move. Der hat ja vorhin geklappt, also das ist auch okay. Boah, einfach das Pre-Aim von Markelov ist einfach auch so unglaublich krass. Und es hat einfach wieder geklappt. Null! Wie Edward dann nochmal hochzieht, also super Reaktion. Und Aiming dann am Ende. So, siehst du, also
kaum mal wieder was, so ein Move, sowas Offensives schon. Sieht das gut aus. Zack, da ist die Runde und man verliert auch nur einen Mann. Aber kann auch gepickt werden, somit fast egal. Navi mit der 12. So, aber es war jetzt halt nur ein Move, der mal geklappt hat. Also zum zweiten Mal. Ich glaube nicht, dass er noch ein drittes Mal klappt. Außerdem glaube ich auch nicht, dass sie noch ein drittes Mal spielen. Senja kriegt da wieder die Silent Flash für lang. Schade, dass diesmal ESC nicht dort wieder Content schleicht. So, Zeus, das macht das, was er schon oft gemacht hat, da kurz allein gedeckt. Sehe auch schon relativ viel Damage bekommen. Aber das ist doch mal ein schöner Fake jetzt. Hat man auch nicht gesehen von von Navi. Also für mich halt ESC, so nach den paar Spielen, die wir jetzt hier gesehen haben, nach den zwei Spielen, auf jeden Fall der Turnierfavorit. Hier auf den Favorit auf den Sieg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Krass, da machen sie die Runde nochmal eng. Starix ist auch ein Ramspot gegen Lord. Oh, Lord wird so abgeflasht. Starix macht es noch durch die Kiste. Krass. Hier haben sie die Runde gedreht. Egal, 13-14. It's fuck. You can't cheat. Auf jeden Fall. Das ist so krass. Oh, das ist auch ein schöner Move, das Neo da. rückwärts rein springt, auch interessant. So, wieder sind sie lang weit vorn. Wo ist Neo? Oh, jetzt das Timing wäre perfekt. Es ist einfach so krass. So, aber jetzt sehr schön nochmal umgebaut. Jetzt geht's über kurz. Zeus steht gegen einen. Da muss der Refrag kommen. Gibt's mal die Flash? Es kommt jetzt nur noch auf kurz an. Tess gewinnt das wichtige Duell. Kann jetzt über kurz kommen. Gönnt jetzt hier die Rampe. Einkesseln. Nur noch Senja. Ich verstehe nicht. Okay, sie haben halt Angst wegen Markloff. Anscheinend haben sie auch keine Smokes mehr. Oh, wie Tess ihn nicht sieht. Jetzt! Nein! Tess verliert! Oh, krasser zweiter Shot von Senja. Und jetzt hat Pasha eigentlich keine Chance mehr. Lol. Boah! Er kommt da ernsthaft durch! Krank. Einfach nur krank. So, 15 Sekunden hat er noch. Uiuiui. Und Edward steht. Krass, 14 zu 14. Oh Mann, wird es hier vielleicht die erste Overtime sogar? Da hat er, glaube ich, einen links weggehen laufen sehen. Ich sehe noch an der Base, scheint sich da zu beraten. Sehr belastig jetzt die Aufstellung. Ui. Oh, Marklauf kriegt super viel Hits. Wieder das, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Sehr schönes Time von Edward. Kurz ist jetzt trotzdem relativ offen. Wenn Zeus dort stirbt. Nein! Da läuft er ihm rein. Senja ist noch zur Stelle. Da geht gerade überall die Action, aber Arsmith ist jetzt gestorben, ist frei. Das sieht gut aus, WSC. Bombe wurde scheinbar zu lang
gelegt. Ganz kurz checken. Ja, Bombe wird zu lang gelegt. Und wenn Kuben. Na, Kuben kriegt doch keinen Besuch. Und wenn sie jetzt mindestens. Also einen müssen sie nehmen. Bei zwei. So, wichtig. Kuben kann das jetzt auf jeden Fall gegen zwei machen. Allerdings hat Markloff die Arbeit. Aber die Bombe tickt viel zu schnell. ESC muss. Navi hat noch. 4, 3. Ja, keine Chance. Super gemacht von ESC, da die Bombe zu lang zu legen von Kuben. Wie gesagt, noch wichtig, dass sie dort noch einen genommen haben. Die Bombe war, hat einfach schon viel zu weit, viel zu lang getickt. ESC holt sich das Draw. Eine Runde steht noch aus. Markloff hat sogar noch mal eine AWP und hat auch Topspawn. Pascha leider auch. Markloff riskiert alles. Geht Mitte hoch. Sehr schön. Wird mit First Flag belohnt. Da hat man es auch gesehen. Der schleicht nicht. Er gibt einfach Gas. Lol, Edward? Wie haben die sich hier ausgemoved, bitte? What? Was? Was macht die denn da? Hitten sich durch die Smoke? Edward moved sich irgendwie mit dem Cutter-Spieler aus? Ich raff's nicht. So, B sitzt offen, Lord kann da rauf, theoretisch. Wartet aber auf Neo. Styx sitzt gleich wieder da. Kuben-Duell gegen Edward. So, jetzt muss der. Jetzt kann sie B drauf fahren. Der B-Spieler muss sich unten Mitte konzentrieren. Trotzdem noch die Überzahl. Okay, da ist dann, ja, kommt über T-Base. So, Neo am Neo, wo auch sonst. Oh, schade. Aber es ist das Draw. Krass. Overtime also, hier im Halbfinale des TechLabs Cups UA 2012. Teams dürften bleiben. Startman habe ich keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass Best of 3 gespielt wird. Best of 3, MR3. Max Rounds 3. Kurzer Werbespot und dann geht's hier auch direkt weiter. So, jetzt ist einer mal runtergegangen. Kuben. Schauen wir auf Klo oder so. Pickelpause. Was ist denn an der Werbung jetzt so schlimm? BRR. Overtime läuft. Ist noch nicht gestartet. Runde war vorbei. Wobei, das hörst du wahrscheinlich eh gerade nicht. Also, dieses Draw war safe, dann habe ich die Werbung gemacht. Also, hätte sich eigentlich nichts überlappen dürfen. Ich habe auch kurz gewartet. Von daher kein Problem eigentlich. Und die jetzige sollte auch vorbei sein. Demzufolge viel Spaß in der Overtime ESC gegen Navi. Teams bleiben gleich. Und jetzt gibt es noch das Aufeinandertreffen. Tessa mit First Track. Senna schippt auch direkt. Einfach keine Chance für den beiden. Schade, dass sie es diesmal nicht mit Silent Flash gespielt haben. Edward blockt noch kurz und Lord wieder B draußen. Neo holt die Bombe, wird da jetzt B safe raufgehen.
Dennoch, Edward hat noch die Chance Mitte oben zum 3:3 Ausgleich. Und da ist er. Leider Starks low. Aber vielleicht kriegt Markloff einen leichten Frag, wenn sie nicht mit ihm am Loch rechnen. Wenn er jetzt. Oh, so eine gute Timing Flash wäre jetzt geil. So flach rein. Auf Steps-Ansagen von Markloff. So, zweimal. Nein, Edward rechnet auch mit, dass sie zurückgehen. Schöne Granatenaustausch. Jetzt stirbt Edward. Ui! Krasser Snapshot von Markelov. So, beide jetzt vor Tor, Starnix auch nur mit 13. Da kann er direkt weggehen. Uhrzeit auch nicht. Ja. Also, es tut mir leid, wenn du irgendwie in Low Quality guckst und das dann noch nicht ganz vorbei war. Also. Ich glaube, wenn man niedrigere Quali hat, dann ist man immer ein bisschen hinterher. Ist ja auch logisch, weil das nochmal runtergerechnet wird auf eine niedrigere Bitrate. Tut mir leid, da warte ich in Zukunft noch ein paar Sekündchen länger. Aber wenn eh nichts passiert, da können wir es mir nicht verübeln, einen kurzen Spot zu machen. So, ganz vergessen zu tickern. So, 16:15. Ist sie wieder überlangen. Diesmal ist aber eine Grube von Navi. Ein gut Fläche ist rausgehauen. Senna zieht kein Fleck. Also, so irgendwie ist das kein Navi, was wir hier sehen. Senna schon irgendwie nicht so gut heute. Hat zwar vorhin mal eine gute Runde gehabt, so, aber overall einfach so richtig gut klappt das jetzt alles nicht. Wieder wird zum B-Split angesetzt. Boah. So, keine Chance. Wer ist noch am B? Starix müsste das sein. Boah, na, stirbt er auch blind. Also krasse Goals von ESC. 2 zu 0, 17 zu 15. Sehr wahrscheinlich jetzt hier die letzte Runde der Overtime. Der. Okay, das ist komisch. Gut, also gehen wir davon aus, dass es nur MR3 ist. Oh, sehr schöner Spray von Edward. Mit dem First Hit, Markloff direkt mit dem nächsten Assist. Immer wieder dasselbe. Wenn sie aggressiv spielen, dann sitzen einfach die Frags. Sie haben ja auch den Skill, sie haben krasse Moves. Und Markloff reimt einfach auf. 17 zu 16. Also, ich verstehe nicht, warum sie das denn nicht irgendwie mal häufiger durchziehen. Okay, das ist komisch. Wenn du 27 plus guckst und dann so weit hinten bist, sollst du vielleicht mal Stream restarten oder so. Eigentlich ist man damit ziemlich genau. Also, er ist mal am schnellsten. Das ist der Delay am kürzesten. So. Irgendwie. Nein, egal. Gehört hier nicht hin. So, Markloff auch als T mit Arme. Und hey, guckt mal, Navi spielt über Cutters. Was ganz Neues. Und zack, kriegen die Kurzspieler auch super Damage, Neo und Kuben. Also es hat sich jetzt schon mal ausgezahlt. Gleich, ob sie die Runde holen oder nicht. Tess und Pascha. Tess mit Mini-Schlitz. Boah, die AI ist einfach super getimed. Ah. So, wie viel kann Tess noch mitnehmen? Schöner erster Schuss. Oh, zweit macht er nicht. Neo kriegt die Flash. Nein, die Smokes liegen schon.
eigentlich keine Chance mehr reinzufahren. Doch, Neo ist drin! Sehr schön. Jetzt ein weiterer Flash vielleicht noch. Schade, dass er keine Muni mehr hat. Aber Lord kann das Chaos nutzen. Nee, kann er nicht. Navi 17 zu 17. ESC braucht einen, um sich in die nächste Overtime zu retten. Navi braucht hier beide, um die Overtime zu gewinnen. So, jetzt spielt man wieder Standard. Senja Fukatas. Rest Mitte oben. Ich glaube, das ist wieder so ein Doppel-AWP. Also die Runde haben sie vorhin auch schon mal gespielt. Jetzt kommen sie. So, Flash für Lord. Ach, wie der durchgehoppelt wird. Oh, Lord macht's einzig richtige, geht weiter aggressiv. Wenn er da weiter weggeht, hat er keine Chance mehr gegen Grube. Hat jetzt nochmal das. Hä? Wo guckt Edward denn da hin? Sehr strange Situation heute teilweise. Oh, schöne Kickenfläche über Bande. Aber ESC noch mit der Überzahl. Oh, die T's sind super blind. Wir stehen da jetzt super offen und schlecht. Aber so, Zeus im 1 gegen 1 gegen Pascha. Pascha, Zeus macht Navi mit der zweiten Overtime schon mal sicher. 18 zu 17. Oh Mann, das hätte sowas von bestraft werden müssen. Ich verstehe nicht, warum der CT-Spieler dort kämpft an der erste, an der Headshot-Rampe. Wenn der einfach einen weiten Strafe macht, kann sein Mate nachziehen und können sie beide drauf schießen. So blockiert er eigentlich quasi nur. Navi nochmal mit Standard. Neo mit Avi diesmal in kurz. Vielleicht das Duell gleich mit Markler von Todesgang. Diese Mini-Steps, diese Strafe-Jumps sind einfach so entzückend. Jetzt ein bisschen Damage gefangen. So lang geht man vor. First Weg sitzt. Nein, Lord! Oh, schön verkuben. Weltklasse. Und Neo zieht nach. Oh, beide sterben sehr gut abgedeckt von Markloff und Senja. Der Go kommt auch, Smokes liegen. Pascha kommt von hinten. Ah, Zeus ist kurz, also sie werden es kurz legen. Sehr wahrscheinlich. Pascha hat den jetzt Zap gehört. Ach, aber Tess stirbt eh, von daher ist es egal, ob Pascha jetzt da noch den Frick macht oder nicht. Senja macht's und krass, Navi gewinnt das Spiel. Alter, muss man sich mal überlegen. ESC hat als CT 7, 8, 1 oder irgendwie sowas geführt. Auf jeden Fall sehr hoch. Und dann dreht Navi das, holt 6 T-Runden, rettet sich ins Draw, in die Overtime und gewinnt die Overtime mit 19 zu 17. Das lässt auf jeden Fall hoffen aufs große Finale. Jetzt